Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Forza Horizon 4 und da habe ich versehentlich hier das Forza Vista weggedrückt, aber wir werden heute hier ein bisschen Kastenwagen fahren und zwar im Post-Style. Das werden wir nachher noch so ein bisschen lackieren. Wir machen hier mal die Klappe auf, warum das die nicht andersrum aufgemacht werden kann, weiß ich nicht. Wir können hier auch nochmal aufmachen, also wir haben hier ein paar Türchen zum Aufmachen, hier ist ein großer Motor drin. Der ist richtig ordentlich. Aber da ist nicht alles. Da kommt was viel, viel Geileres rein. Wartet nur ab. So, dafür gehen wir jetzt mal auf individuelle Upgrades. Wir werden hier mal Drag-Reifen. Nee, geht gar nicht. Wir müssen hier die Reifen drauf machen. Oh, schau, der hat sogar Profillose. Geil, okay. Die kommen drauf. Die Reifen kommen natürlich ganz nach außen. Er bekommt 21 Zöller. Welche Felgen dann drauf kommen, müssen wir erst schauen, wenn das Boss-Design drauf ist. Dann macht das Ganze am meisten Sinn. Er wird natürlich hier zurückgebaut auf komplett Post-Style. Das Problem ist, ich kriege halt die Leiter nicht runter. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Gut, dann bleiben die Leitern halt drauf. Das stört mich jetzt auch nicht wirklich. Er bekommt hier die Rennbremsen rein. Er wird natürlich dann noch per Hand tiefer gelegt. Aber erstmal hier noch der passende Motor rein, weil der Standardmotor ist zwar nicht schlecht, den der Transit hier drin hat. Der Ford Transit Super Sports Van, aber so ein V12 Racing Motor. Und natürlich auch noch so ein paar Tücken, die schon relativ geil sind. 520 Newtonmeter ist auch ordentlich. Also das Ding wird dann gut nach vorne marschieren, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wobei, wir kriegen den mit dem V12 Racing Motor, glaube ich, nicht ganz so hoch als wir mit dem V12. Deswegen zurückrüsten auf den V12. Das nochmal mit P-Turbo aufladen. Ja, da geht der Sprung schon deutlich weiter nach oben. Ob es jetzt der V12 Racing oder der normale V12 ist, ist ja egal. Hauptsache hier ein V12 unter der Haube. Mit über 1500 Newtonmeter. Nee, knapp 1500. Sorry, es ist sich nicht ausgegangen, dass wir die 1500 knacken. Wir werden jetzt hier noch die Einstellungen natürlich installieren. 86.000 kostet uns der Motorswap auf dem V12 mit über 1000 PS. 1500 PS sind es über, also mehr als 1500 PS, so wollte ich sagen. So, jetzt natürlich hier Lackierung. Design und Lackierung, schauen wir mal, was da gibt. Deutsche Post wurde sich gewünscht vom lieben Herrn Patrick hier bei dem AWF. Bei dieser AWF-Ausgabe. Warum das sowas erlaubt ist, verstehe ich nicht, aber ja, man kann es ja nicht ändern. Boah, das ist ja aber mal richtig brutale Leistung. Beschreibung. Post. Suchen. Da ist die chinesische Post, die australische Post. Da ist die deutsche Post, so wie es aussieht. Also so rot-weiße Autos mit einer Leiter drauf, das sieht immer so ein bisschen nach Feuerwehrauto aus. Oder kommt mir das nur gerade so vor? Gut, dann nehmen wir das hier. Die Deutsche Post ist unterwegs und so schnell wurden die Pakete, glaube ich, noch nie zugestellt. Ja, gut, ich glaube bei Thema Vorschlag, da steht nämlich auch Deutsche Post drin. Ich weiß halt nicht, was man über die Deutsche Post reden soll, vor allem als Österreicher. Dementsprechend werden wir das nicht machen, weil ja, Deutsche Post, schön, existiert, finde ich geil, gibt Jobs, finde ich geil. So, das war's, mehr kann ich zur Deutschen Post nicht sagen. Nee,
Scherz beiseite, jetzt natürlich noch hier passende Felgen drauf. Sowas in dem Style würde eigentlich schon gehen. Es muss auf jeden Fall dickspeichig sein. Ah, das passt doch hier. Komm, 1552 Felgen für die Post. So muss das hier gehandhabt werden. Sind zwar 10 Kilogramm schwerer als die aktuellen Felgen, aber es sind 2,5 Kilogramm pro Felge. Das geht vollkommen in Ordnung. Man muss es zwar erstmal in Schwung bringen, aber es könnte definitiv mehr sein. So, erstmal hier wieder Reifendruck raus. Übliche Leier. Dann noch mal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit drin. Schaffen wir 413 km/h. Ist zwar gleich viel wie zuvor, aber naja, gut. Shit happens. Sowas passiert. So, und jetzt haben wir ein Traumpostmobil. Ja, okay, Deutsche Post ist das auch nicht. Es ist die Post. Vielleicht ist es ja die Schweizer Post. Und ich sehe schon, unser Postmobil muss auf jeden Fall noch eine Sache kriegen. Und das ist Differential mit 80% auf der Hinterachse. Oder machen wir sogar 85%. Wenn man bedenkt, dass das Ding ein Transit ist, ein fucking Ford Transit, ist das schon irgendwie brutal, was hier abgeht. Jeder, der einen Ford Transit schon mal selbst gefahren ist, weiß, wie das Ding eigentlich vollstatten läuft. Schaut euch mal auf dem Dach hoch, das springt hoch wie normalerweise eine Drehzahlanzeige. Jetzt würde ich normalerweise schalten. Ist man da schon bei 110 Meilen. Rückspiegel gibt es keinen, weil für was ist da sowieso was dazwischen. Alter, das Ding geht. Ui, da würde ich mal sagen, perfekt eingeparkt. Teilweise sogar zu viel Leistung, das Ding hier. Oder was heißt teilweise? Generell zu viel Leistung. Überleg mal, 300 km/h in einem Ford Transit. Das ist ein Kastenwagen. Beschleunigt so brutal vorwärts. Also fasziniert mich immer noch das Ding. Bis 220 km/h geht der Tacho. Es ist einfach nur brutal, wie das Ding nach vorne schiebt. Wisst ihr, was wir fahren? Da vorne sind wir letztens so ein geiles Rennen gefahren. Was heißt letztens? Ist schon lange her, dass wir mit einem Sonder unterwegs waren. Nicht mit einem Sonder, Huera. Unser Transit ist sogar stark genug, dass er hier den Traktor umdreht. Also, was will man mehr hier? Nicht Blaupause erstellen, eigene Veranstaltungen.
Money plus XP. 5 Runden Rundstrecke. So, die Frage ist Skill plus... Ja, komm, fahren wir mal das Sprintrennen. Skill plus Dollar, 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 Dollar. Schauen wir mal, was das bedeuten soll. Wo das Rennen hinführt. Die Post wird uns den Weg weisen. Das verspreche ich euch. Ja, wir haben immerhin eine grüne Dachbeleuchtung. Also die anderen biegen ab. Wir fahren gerade erst weiter. Wir haben also wieder das Rennen gefunden hier. Das Ding geht für 400 Sachen auch. Hier eigentlich extrem gut um die Kurve. Mit 400 km/h schnell mal hier die Fahrbahn gewechselt. Mach ich eigentlich jeden Tag, wenn wir schon mal dabei sind. Können wir hier mal Real Talk anwerfen. Hier jeden Tag einmal hier bei 400 km/h die Fahrtrichtung wechseln, beziehungsweise die Fahrspur wechseln. Zuerst einmal Geisterfahrer, weil sonst wäre das Leben ja nicht lustig. Aber kommt auch hier mit der Verkehrs-, also mit dem Kreisverkehr verdammt gut zurecht. So, hier geht es aber dafür beim Kreisverkehr nicht raus wie beim letzten Mal. Ihr kommt ja echt verdammt gut zurecht mit dem Ding. Auf das komme ich aktuell nicht so ganz klar. Das Ding ist richtig eine Killermaschine. Ich glaube, das Rennen fahren wir dann auch nochmal. Ein bisschen Transit heizen. Stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn mit 120 Sachen, weil man fährt neben dir mit 400 km/h ein Transit vorbei mit deutscher Postaufschrift. Ja, ich bin mal schnell dabei, dass ich dein Paket nach Hause bringe. Bitte sei vor mir zu Hause. Nö, geht nicht. Das Schlimme war, wenn man mit einem Huayra PC war, man nicht mehr so schnell. Und da sind wir durchs Ziel. Zwar extrem gefährlich und wahrscheinlich halsbrecherisch, aber hier immerhin Platz 1. Und das mit einem ordentlichen Vorsprung. 3 Minuten haben wir nur gebraucht. Wie viel kriegen wir denn jetzt für diese 3 Minuten Einsatz hier? 48.000 Credits für 3 Minuten. Das heißt in 6 Minuten 100.000. Das heißt in einer Stunde 1 Million. Also das... lässt sich auf jeden Fall sehen. Dazu gibt es ja auch noch hier Stufenaufstiege und so weiter. Ist auf jeden Fall nicht schlecht hier. Ist klar, warum hier eine Force Edition? Macht doch gar keinen Sinn, dass man so etwas haben möchte, nur ansatzweise. Naja, egal. Da würde ich sagen, fahren wir noch einmal so ein Ding. Hier ist Skill plus Money müsste es wieder sein.
800.000 Credits plus Points plus Money in einer Runde. Das glaubst du wohl selber nicht. Wir fahren hier mit unserem Sit nochmal auf der Strecke hier. Dann passt das genau für diese Folge. Dann haben wir hier auf jeden Fall den schnellsten Bossboten der Welt gespielt. Mit 250 km/h schon mal hier auf die Autobahn gesprungen. Also was das Ding an Leistung hat, das ist unbelievable, Leute. Unbelievable. Noch brutaler ist, glaube ich, nur noch der Agera RS, der 470 Sachen auch noch hier schaffen würde. Aber man muss ja irgendwo ein bisschen am Boden der Tatsachen bleiben. So, mit 396 km/h abgehoben. 380 gelandet, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Geschwindigkeitsauswertung. So, und ich glaube, obwohl das wir vorher Geschwindigkeit verloren haben, sind wir jetzt nochmal in der Lage, hier voranzulegen und nochmal hier gut Speed mitzunehmen und trotzdem schneller zu sein als vorhin. Mit 350 Sachen gelandet. Und jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was wir zum Schluss für eine Rundenzeit haben. Das ist zwar kein perfekter Lauf. Es wird drüber ran so ein paar km/h. Aber es war dafür das C-Turn. Der U-Turn. So war so dermaßen gut gefahren und so viel Zeitersparnis gehabt. Jetzt bin ich ja da wirklich gespannt, was da zum Schluss für eine, bei der Endabrechnung für eine Zeit rauskommt. Abgeschlossen. P1. 2,59, wir waren schneller, wir haben die 3-Minuten-Marke geknackt hier und GMP auf dem Weg zum Vierfach-Sieg. Huh, so gefällt mir das. Es gibt auch wieder die 47.000 Credits. ...10.900 Einfluss. Und Level Up. Dann würde ich sagen, drehen wir noch unseren Wheelspin, den wir gerade gewonnen haben. Und dann werden wir das nächste Mal fortsetzen. So, ich sehe auch gerade, wir haben wieder hier ein paar Punkte eigentlich. Eigentlich ist das... Nee, das wäre dumm, wenn ich das Auto mache. Das hat ja wirklich die meisten Punkte. Sind allein da oben schon 40, die draufgehen. Dann nehmen wir besser ein anderes Auto. Aber erstmal hier noch drehen. Super Wheelspin. Haben wir keinen, aber einen normalen Wheelspin. Dann drehen wir hier mal und dann suchen wir uns ein anderes Auto aus, bei dem wir mal die Skills nach oben leveln. Wir haben einen Stroh-Cowboy-Hut. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir seit Jahren gewünsche. Was nehmen wir denn für ein Auto?
Ja, eine Julia DZ2. Da geht's mit Sicherheit noch, dass ich ein bisschen was Skill levele. Null. Ach, das hat auch voll einen Autovorteil. Nee, so ein Auto will ich nicht. Na gut, jetzt reisen wir mal kurz zum Festival. Dann suchen wir uns halt dort ein Auto aus. So, wo haben wir denn Audi? Komm, wir nehmen einen Audi. Den R8, den haben wir, glaube ich, noch nicht geskill-levelt. Dann passt das schon. Gibt es ja auch wieder 16. Mensch, was habe ich für ein Glück heute? Was nehmen wir denn? RS4, komm. RS4 muss gehen. RS4 wird wohl hoffentlich keine 16 haben. Och, 13. Ist mir auch zu viel. Nehmen wir halt den SRS. Du hast wohl hoffentlich nicht so viele Punkte. Ah, 0 von 8. So gefällt mir das. Da bleiben sogar noch zum Schluss ein paar Pünktlein über. Und zwar 15 Punkte an der Zahl. Das ist ja gar nicht mal so schlecht hier. Gut. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt für heute. Wenn es dir gefallen hat, lasst da unten ein Like nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.